So, wir sind oben im hohen Norden wieder angekommen bei Artyom alias Balticarbon. Heute ist es endlich soweit, alle vier Türen sind fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir hier waren. Ich glaube 4 Wochen oder so, ne? 6 Wochen. Ja, So ungefähr in dem circa, Dreh. ja. Ja, alle vier Türen sind jetzt soweit, dass ich sie mitnehmen kann. Letztes Mal hatten wir ja nur die vorderen Türen fertig, beziehungsweise eine vordere Tür. Die hinteren waren noch in der Mache. Jetzt sind auch die hinteren Türen fertig, dass ich sie zum Lackieren bringen kann. Gefühlt sind die hinteren noch leichter, weil sie halt ein bisschen kleiner sind. Aber auch die wieder in Kevlar. Und sieht auf jeden Fall wieder extremst geil aus. Ich würde sagen, wir wiegen die noch einmal. Wir hatten ja die vordere Tür letztes Mal schon gewogen. Und dann geht es auch gleich weiter. So, wir haben jetzt hier die hintere Tür auf unserer Spezialwaage vom letzten Mal. Wir sind bei 2,2 Kilo. Das ist natürlich für eine Tür schon mal eine harte Ansage. Vor allem gerade für eine Tür, die später noch hoffentlich 400 fahren wird. So, pass auf, wir tauschen mal. Wenn man jetzt, man merkt das immer gar nicht so, aber wir werden die Türen natürlich auch auf der ersten Motorshow ausstellen. Da könnt ihr die alle mal in der Hand nehmen. Eigentlich muss man so eine Blechtür dagegen mal in der Hand haben, weil es ist halt einfach doch ein krasser Unterschied. Da sind wir bei 8,5 Kilo. Ich denke mal, 200 Gramm würden jetzt noch rausgehen durch die Matten hier, ne? Ja, man muss ja realistisch bleiben, sonst kommen wir ja wieder. Ja, die müssten wir jetzt noch abziehen, aber wir sind immerhin bei über 6 Kilo Ja. Ersparnis hinten. Ich glaube, vorne waren wir bei 7 Kilo, so in dem Dreh. Das In dem kann Dreh. schon sein. Die Ich war habe noch das einen gar nicht mehr im Tucken Kopf, ehrlich gesagt. schwerer, die Blechtür, aber das ist schon Können beachtlich. Sind wir aber auf jeden Fall genau da, was du vorher auch getippt hattest, ne? Genau. Eigentlich Ziel erreicht, würde ich sagen, oder? Ja, das war so, ich hatte so Pi mal Daumen gesagt, 30 Kilo Ersparnis, alle vier Türen zusammen. Allerdings nicht rein nur durch das Carbon, sondern dass man halt ein bisschen Dämmung und so weiter weglässt. Und ja, da sind wir jetzt auch ziemlich genau. Ich habe einige Fragen gelesen in Bezug auf Dämmung von den Türen später. Dämmen wir die oder baue ich die einfach so ein auf der Innenseite? Also ich würde einfach sagen, wir probieren es einfach aus, einfach auch die Erfahrung zu sammeln, wie sich das überhaupt verhält, wie sich das anhört, vielleicht sogar im Positiven. Aber generell sagt man ja jetzt, ob das jetzt eine Blechtür ist oder eine Carbontür, du hast trotzdem gewissen hohlen Klang. Und wenn man es halt haben möchte, dass es extrem ruhig ist oder leiser, dann sollte man es auf jeden Fall dämmen, das ist klar. Also meine persönliche Erfahrung mit den Teilen bisher ist, ich habe ja bisher gar nichts gedämmt und gefühlt, muss ich ehrlich sagen, sind die Carbon-Teile leiser als ein Blechteil. Merkt man auch daran, wenn du als Beispiel die Carbon-Motorhaube zumachst, macht die nie so dieses Blechgeräusch, wie wenn du eine Blechhaube zudrückst. Und somit, ich würde es auf gar keinen Fall dämmen. Ich werde es auch nicht dämmen, alleine wegen Gewicht nicht. Aber gerade beim Dach habe ich extrem gemerkt, ich persönlich finde, und das alte Blechdach war ja gedämmt, plus ich hatte noch ein Schiebedach drin, ich finde, es ist leiser geworden. Ganz krass bei Carbon ist auch zu merken, ich glaube, das ist, was Wärme angeht, ein deutlich besserer Isolator als Blech. Normalerweise schwarzes Auto, ich habe ja seit ein, zwei Jahren keine Klimaanlage mehr, war im Sommer schon übel heiß, gerade wenn du das Auto zum Beispiel am Wörthersee bei 30 Grad abgestellt hast, konntest du dich kaum reinsetzen, das Auto danach. Jetzt mit dem Carbondach ist es gefühlt kälter geworden. Kann man sich natürlich auch einbilden, sowas, aber das ist mir wirklich sofort aufgefallen, dass seitdem ich das Dach drin habe, vermisse ich eigentlich die Klimaanlage gar nicht mehr, weil sich alles gar nicht mehr so aufheizt, ne? Nee, es kann schon seinen Grund haben. Das ist ja, im Endeffekt ist es ja ein Kunststoffteil. Auch wenn Kohlefaser selber leitend ist, ist es halt aber nicht so leitend wie Metall. Und dementsprechend, ja, wird das schon so richtig sein, dass es weniger Wärme leitet auch. Und dann kommt auch noch dazu, ich habe ja im gesamten Innenraum noch alles original. Das heißt, hier kommt ja noch eine fette gedämmte Türpappe vor. Ich habe einen Himmel drüber, ich habe einen Teppich drunter und so, ne? Ich glaube, alleine das schluckt so viel Dämmung schon, dass mein 100 mm Alu-Auspuff eh lauter ist als alles andere und das gar nicht so schlimm ist, ne? Ja. Also ich dämme die Teile auf jeden Fall nicht und werde sie so eins zu eins einbauen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir sie natürlich von außen wieder lackieren. Da fahren wir auch gleich als nächstes hin zu dem Chris. Der muss nämlich die Teile in den nächsten 2 Wochen bis zur Essen Motor schon noch durchlackieren.
Der ist besonders begeistert. Aber da muss er durch, der Gute. Ja, da müssen wir alle durch. Viele Leute haben auch noch gefragt, was du noch so im Sortiment hast an Teilen, weil die sind natürlich von der Qualität etc. so begeistert, dass sie für ihre Autos natürlich auch Sachen wollen. Gibt es da schon eine grobe Produktpalette, also für B5, also Audi ist klar, da haben wir mittlerweile alles, sowohl Limo als auch Kombi, von Motorhaube, Heckklappe, Türen, Dächer, Schweller, Kotflügel und so weiter, werden uns auch in Zukunft in den nächsten, ich würde mal tippen, 6 bis 12 Monaten anfangen, da auf jeden Fall was auf Lager zu legen. Ja. Jetzt sind wir nämlich mit dem größten Formbau soweit durch. Und jetzt kannst du mal ein bisschen produzieren, aber du hast ja bestimmt auch noch weitere Teile schon. Ja, also einiges. Also von Ferrari bis, ich weiß nicht, was ich da alles rumliegen. Passat. Nee, ich denke mal, Ferrari wird jetzt ja nicht so unser Fangebiet sein. Ne? Aber andere Audis, BMWs, Mercedes vielleicht, Porsche. Das Problem ist halt, dass ich meistens einen Kunden habe, für die ich fertige. Und diese Kunden bezahlen dann die Form. Und dann läuft das alles über die. Ich bin halt... Also ich betreibe selber keinen Online-Shop. Mhm. Klar, wenn Anfragen reinkommen, so wie bei dir, ich bearbeite es, klar, aber wie du weißt, ich arbeite ja auch ehrlich und sag dir, da ist einer, leite es dann nicht weiter und im Endeffekt läuft das über dich. Mhm. Es gibt auch einige Teile, die, das sind meine Form, die ich damals mal gemacht habe oder im Laufe der Zeit. S3, da habe ich einige Teile, da sind, glaube ich, Kotflügel. Welches Modell? 8L. Kotflügel, also der alte Stoßstange quasi, vorne, der erste. Genau. Mhm. Die gleiche Baureihe ist das, glaube ich. Ne? Ja, also so ein paar Sachen sind da, aber generell. Hast du auf dem Golfsektor schon irgendwas gemacht? Ja, immer auch so vereinzelte Sachen. Ich weiß auch ehrlich aus dem Kopf gar nicht mehr so wirklich was. Golf 4, glaube ich, ein paar kleine Teile sind da. Mich reizt es auf jeden Fall nochmal gerade so für diese Golf 6, Golf 7 Schiene Kotflügel vorne vielleicht nochmal zu machen. Ja. Also war auch meine Überlegenheit. Fragt sich immer nur, ob wirklich die Leute diese Arbeit bezahlen. Ja, klar. Vieles kommt auch immer, die möchten immer breiter haben oder wie auch immer. Ja, beim Golf wäre breiter auf jeden Fall Pflicht, weil die Leute wollen es ja alle unbedingt. Ja, klar. Haben, ne? Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze vielleicht in einer günstigen Art und Weise zu produzieren und anzubieten? Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt aufs Gewicht gucken, sondern einfach nur ein qualitativ hochwertiges Teil haben wollen, was auch ein Kilo mehr wiegen kann? Schwierig, weil der Prozess bleibt meistens gleich. Das Einzige, was nur die Kosten reduziert, ist nachher, wenn jemand ein Teil bestellt, was hinterher in Wagenfarbe lackiert wird. Wie ich schon mal letztes Mal erzählt habe, dass ich nicht auf diese Vaserlegung achte. Aber generell, ob jetzt das Harz, ob die Materialien, die da integriert sind, oder das Prozessaufbau, also die Arbeit selber, die bleibt bestehen. Das ist egal. Ja. Das heißt, egal wie du es machst, die Arbeit am Ende ist die gleiche, weil du natürlich auch die gleiche Qualität liefern würdest. Wenn du es jetzt aus GFK machst, könntest du zwar vielleicht 50 Euro Material sparen, aber am Ende kannst du da jetzt keine Sprünge mitmachen. So, ne? Nicht wirklich, weil ich halt einen Prozess anwende, der qualitätshalber gewisse Zeit mitbringt. Mhm. Nicht so wie das Handlaminat, so wie viele Sachen gemacht werden, die sind halt ohne irgendwelche jegliche Vakuum oder wie auch immer, dann pinselst du das rein, laminierst das rein und es sind deutlich schneller und deswegen ist das Gibt es grob eine Formel oder so, dass man sagen kann, wie viel schwerer das gleiche Teil aus GFK wäre? Ich denke mal, also jetzt, ich überlege immer so, oder ich denke mal, ich erzähle jetzt mal, was bei mir im Kopf vorgeht. Ich gehe mal aus vom Blechteil, das sind immer so 75%, die man erreichen kann. Aluminiumteil 50%. Und wenn ich jetzt mit GFK vergleiche, meine ich, waren es um die 50% zum Metallteil, so wo man ungefähr die Eigenschaften einhält. Das heißt zum Carbon auch nochmal 25-30% wahrscheinlich. Mhm. Und dann kommt es nochmal aufs Verfahren drauf an. Also wie gesagt, im Handlaminierverfahren hast du einen deutlich höheren Harzanteil. Deswegen hast du dein Matrix-Faseranteil ist halt viel höher. Und dadurch sind die Teile schwerer. Also mit dem Harz kommt das Gewicht. Wiegt das eigentliche Laminat, würde aber theoretisch das gleiche wiegen, egal ob es jetzt Kohlefaser ist oder ob es GFK ist oder ähnliches? Nein. Wenn man nur das Rohmaterial nimmt als Glasfaser oder als Kohlefaser? Nein. Oder ist da die Kohlefaser auch schon leichter? Also die Dichte der Materialien ist ja unterschiedlich schon mal. Mhm. So, und die Eigenschaften ja auch.
Das heißt, die Auslegungssache, die musst du ja beachten und dann ist ja auch nochmal die Zugkraft der Faser entscheidend. Das heißt, du könntest es theoretisch gleich leicht bauen, wäre dann aber gar nicht stabil mehr. Genau. Also es ist ja auch so, hier sprechen wir meistens von Geweben oder Gelegen. Also wie gesagt, letztes Mal haben wir es ja erwähnt, ein Gewebe ist verflochten ineinander, sind auch andirektionale Fasern, die ineinander verflochten sind. Gelege sind übereinander gelegte, andirektionale, also langliegende Fasern. Mhm. Und meistens ist es das so, dass man im Handlaminatverfahren eine Matte benutzt. Eine Matte muss man sich so vorstellen, sind ganz viele kleine Fasern aus Glas, die sind miteinander verrührt und dann mit einem Binder werden die gehalten. Und dadurch dann kann man diese Matte nehmen und in die Form reinlaminieren und mit den Pinseln oder mit den Rollen des Harzes, meistens ja Polyester, löst sich durch das Lösemittel dieser Binder und dann legen sich die Fasern. So, die Kraftaufnahme ist aber nicht speziell ausgerichtet, sondern die Fasern liegen einfach wirr und irgendwie und dann passt das schon. So, desbezüglich, ne? Deswegen werden auch meistens Glasfaserteile nicht gemocht, früher in diesen ganzen Stoßstangenbau oder sowas. Man sagt, oh nee, bloß nicht diesen Glasfaserscheiß. Ne? Mhm. Splittert auch immer. Ja, und geht kaputt, genau. Und weil es einfach billig gemacht war. Mhm. Das wurde einmal reingeklatscht und irgendwie das reinlaminiert und dann war es gut. Aber da hat nicht wirklich jemand sich Gedanken über irgendwelche Kräfte gemacht. Ja, wir bleiben auf jeden Fall bei Carbon. Deswegen hat Artyom mir nämlich noch einen weiteren Satz Kotvögel gebaut für die Limo. mich hat das nämlich leider immer gestört. Der eine oder andere, der sich das Auto schon angeguckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass dummerweise die Kante zum Motorraum hin mit lackiert war. Ich hätte es natürlich gerne gehabt, dass man die Haube aufreißt und man direkt sieht, dass es Carbon-Kotflügel sind. Leider hat der Chris das damals, ich sag jetzt mal freundlich gesagt, vergessen, dass die Kante nicht lackiert werden sollte. Er sagt aber auch, er hat es probiert, er kriegt den Lack dann nicht so einfach wieder runter. Es ist weniger Aufwand, wir bauen neue Kotflügel. Die sind auch fertig, fühlen sich noch mal leichter an als die alten, obwohl noch haufenweise Verschnitt dran ist. Man kann das mal zeigen, so kommen die theoretisch aus der Form. Ne? Genau, also jetzt unbearbeitet und nichts, also so mit Verschnitt. Jetzt müssen die natürlich vorbereitet. Und jetzt musst du überall noch. Ja, jetzt kommt wieder mein Geschick. Genau, jetzt kommt wieder mein Geschick ins Spiel. Das ist ja auch noch mal so eine Tätigkeit, den Drehmüll richtig zu führen. Ich wollte gerade sagen, ne, dass du nicht auf einmal zack, ein Zentimeter zu weit bist, weil dann ist es schon wieder ein Problem. Arsch, ne? Genau. Vor allen Dingen wieder bei sich Carbon. Jetzt ist ja ein überlackierbares Teil ist und man ist leicht daneben mit dem Dremel oder wie auch immer. Ne? Dann sagen wir, ach komm, schleifen wir mal ein bisschen Spachtel, was weiß ich. Mhm. Beim sich Carbon-Teil, wenn man da im Gewebe drin ist, dann ist das schon vorbei. Dann sieht man den Fehler. Dieser Kotflügel bzw. das Pärchen muss übrigens auch in 10 Tagen lackiert mehr oder weniger auf der Messe sein. Ja. Wie ihr seht, wir haben einen straffen Zeitplan hier. Lass uns den auch noch mal einmal kurz wiegen. Ja. Würde mich mehr zu interessant nochmal interessieren, was das Ding so wiegt. Waage es sogar noch an. Gucken, ob wir den jetzt so. Da sind wir bei 900 Gramm. Da kann man jetzt nochmal ausgehen, dass da nochmal 300, 400 Gramm auf jeden Fall von abkommen. Meinst du echt so viel noch weg? Ich denke mal schon, ja. Also da ist sehr viel Verschnitt. Zudem muss man sagen, beim Prozess ist es ja auch so, dass das Harz sich meistens am Äußeren ablagert. Mhm. Und da steckt meistens das Gewicht auch. Man sieht das auch hier. Dass die Kanten Harz, dicker werden, ne? Ja. Ja, das Harz fließt einfach hin. Ne? Und dann das bleibt da stehen und dann. Also gefühlt, wenn man das Ding in der Hand hat, würde man nicht denken 900 Gramm, sondern 500 Gramm. Also es fässt sich wirklich nach gar nichts an. Tja, wir haben eben gerade schon undercover unsere nächsten Projekte so ein bisschen besprochen. Es kam ja extrem viel Zuspruch, dass wir auf jeden Fall Seitenteile machen sollen. Ich denke, da werden wir als nächstes angreifen. Du kommst mich ja bestimmt auf der Essen Motorshow besuchen mal. Definitiv. Heißt, am Wochenende könnt ihr sonst Artyom persönlich auch mal ein paar Fragen stellen zum Sachen Carbon und so weiter. Und wir ballern jetzt weiter zu Chris, damit das Zeug noch lackiert wird. Ja. So, wir sind bei Chris angekommen in Lübeck, ganz spät heute schon. Moin. Das ist Chris. Viele kennen ihn bestimmt schon, weil wir haben in dem Raum hier damals ja hammerhart aus meiner Limo live das Dach rausgeschnitten.
Ich denke mal, die Nummer wird so schnell keiner vergessen damals auf Facebook Live. Hat, glaube ich, gar keiner mitgerechnet, dass wir hammerhart die Flex ansetzen, nee, das Ding rausschneiden, um das Carbondach einzusetzen. Und ja, Lambo hast du ja für mich lackiert. Genau. Die ganzen Teile von der Limo jetzt nach und nach. Und heute, wir waren gerade schon bei Artyom, haben die Türen abgeholt. Ich habe noch ein bisschen mehr zum Lacken mitgebracht von dem Auto. Und jetzt müssen wir leider in den nächsten 10 Tagen die Türen einmal durchlackieren. Und die restlichen Sachen durchlackieren, damit die Leute dann nämlich auf der Messe, auf der Essen Motorshow, das Auto bewundern können. Das Auto und vor allem die Türen bewundern können, weil die sind ja wirklich wieder so krass geworden, dass, ja, also letztes Jahr auf der Messe hattet ihr ja ein Dach und einen Kotflügel mit. Genau. Das war ja schon cool anzufassen, aber ich glaube, so eine Tür ist einfach noch mal spezieller, so gerade wenn man sich so Details anguckt und so weiter. Ne? Davon, das gibt es ja so auch erstmal nicht. Also das haben ja wenig Hersteller überhaupt solche Türen im Programm. Mhm. Und von daher ist es natürlich auch nochmal was Einmaliges, überhaupt sowas mal live zu sehen halt. Ne? Du bist eigentlich eine reine Lackiererreihe. Genau, also wir machen halt Karosserie und Lackierarbeiten. So, das sind halt so unsere Steckenpferde. Wie lange machst du das schon? Wir sind jetzt hier seit 11 Jahren. 11 Jahre schon, okay. Und macht auch bis heute noch Spaß und Bock und du lackierst gerne? Ja, definitiv. Was ist für dich so der größte Reiz am Lackieren? Also wie bist du darauf gekommen, Lackierer zu werden? Oh, die Story, also unterm Strich fing das eigentlich so ganz blöde halt an. oder ich habe halt damals mal so eine Airbrush-Pistole geschenkt gekriegt. Mhm. So einfach nur, um halt mal so ein bisschen zu malen, also von Revell. Mhm. So ein Modellflugzeug zu bemalen. Genau, so ungefähr. Genau. So, und dann habe ich halt Bilder gemalt, dann ging es halt los. Da habe ich damals mal so ein Auto gehabt bei uns im Garten. Da sind wir halt immer Wasser holen gefahren. Da war so eine Regentonne drin und da hat mir die Farbe nicht gefallen. Da habe ich gedacht, weißt du was, den will ich umlackieren. Mhm. So, mein Opa war Maler und dann habe ich mal halt Farbe geholt, habe das ganze Auto dann damals, als ich 10 war, das ganze Auto lackiert. Mhm. So, und das war irgendwie cool. So, dann ging das los mit Fahrrädern, dann Fahrräder lackiert, Roller lackiert. Mhm. So, und dann wurde es halt immer schlimmer. So, und dann, ja, habe ich meinen Roller damals mal lackieren lassen, weil wir halt einen Kollegen hatten in der Lackiererei. Und da hieß es dann, so, und dann kam der halt wieder und da habe ich dann gesagt, das sieht so geil glatt aus. Das will ich auch machen. So, und dann habe ich halt Praktikum in der Lackiererei gemacht und das fand ich dann ultimativ. Und da habe ich dann gesagt, weißt du was, jetzt muss ich da auch was Eigenes machen. Jetzt musst du Lackierer werden. Ja, und da habe ich mir halt so eine kleine Lackierbude so hinterm Haus gebaut und habe dann für die Kollegen immer hier mal ein bisschen Kleinkram mal gemacht. Also schon so richtig klein hobbymäßig angefangen und du wolltest das wirklich so richtig machen. Genau, deswegen war mein Vater eine Schlosserei, aber das war halt nicht so mein Fall. Da habe ich halt nur den Sommerferien mal ein bisschen gejobbt, um halt ein bisschen Geld zu verdienen. Oder wenn der Roller mal wieder kaputt war, musste man da das noch mal ein bisschen was zusammensparen. Ja. So, und dann, aber da war für mich dann immer klar, ich möchte auf jeden Fall diese ganze Lackiergeschichte, das ist halt genau mein Ding. Aber das merkt man auch und das ist auch der Grund, warum ich am Ende hier gelandet bin, weil Chris ist halt definitiv auch einer, der nicht einfach drauf loslackiert, sondern sich schon im Vorfeld immer Gedanken macht, wie kann ich es lackieren, was kann ich abkleben, was ist cool, was ist nicht cool und so weiter halt. Ne? Weil ich habe halt auch schon viele Lackierereien erlebt, da holst du das Auto ab, ist überall Farbnebel drauf. Alles wird einfach übergeduscht. Kennt bestimmt jeder, bringt das Auto in eine Lackiererei und es wird zufälligerweise genau daneben gerade ein Auto gefüllt, ne? Und zack, hast du auf den ganzen Scheiben den Nebel drauf und so weiter halt. Ne? Ja. Ja, Türen, Carbon. Gibt es da irgendwas zu beachten oder können wir hier einfach drauf loslackieren? Ja, also man muss natürlich eben halt auch so ein bisschen gucken, welche Materialien wir nehmen. Also wir haben jetzt eben halt von Spiessecker haben wir jetzt so einen ganz neuen Carbonfüller halt bekommen. Der ist halt nicht auf ganz normaler Acrylbasis, der ist dann halt auf Polyurethanbasis. Hier ist ja auch so ein Polyurethan-Lack drauf. Also von Artyom ja schon. So, und jetzt arbeiten wir halt auf dieser Basis weiter. Der Lack fällt halt nicht so stark ein, weil er halt nicht so viele starke Lösemittel hat. Der hat halt viel mehr Festkörper. Der spannt sich auch gleich viel glatter schon von Hause aus. Und wir haben natürlich dann eben halt hier, wenn wir jetzt bei den die Türgriffe jetzt, wenn wir irgendwas Carbon lassen, können wir es halt so machen, dass wir halt auch keine Füllerkanten mehr später sehen, wenn wir jetzt die ganze restliche Tür schwarz machen. So, und das macht es von der Qualität halt einfach noch besser. Aber prinzipiell wäre der Lackaufbau schon ähnlich wie bei einem Blechteil. Das heißt, es kommt erst Grundierung, Füller drüber, Lack und am Ende noch Klarlack. Genau, also unterm Strich, wir könnten, wenn wir es wirklich wollen würden, könnten wir auch direkt hier die Fläche anschleifen. So bloß eben halt, wir machen es eben halt, damit wir halt das Carbon nochmal einmal ein bisschen glatter, also insgesamt von der Fläche einfach glatter und schöner hinkriegen. Aber unterm Strich, man könnte jetzt, oder die Türen sind halt so gut gebaut, die könnte man dumm gesagt auch einfach anschleifen und überlackieren. Bloß eben halt, wir haben natürlich eben halt auch von der Abformung und so und
von dem Wachs, von dem Trennwachs haben wir halt auch noch so Spuren und das ist halt schöner, wenn wir das halt einmal nochmal. Ich glaube, im Hardcore-Renneinsatz verwenden die Teile sogar komplett ohne alles. Die machen noch nicht mal Klarlack drüber, ne? Genau. Die nehmen die Teile so, wie sie sind. Das ist dann dieses Dry Carbon. So, das ist dann halt einfach ohne Lack, ohne alles. Also leichter geht's halt nicht. Mhm. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Chris hat sich schon was überlegt. Wir werden natürlich nicht hammerhart die ganze Tür wieder lackieren, sondern man soll später natürlich sehen, dass es Carbon ist. Und ja, kommt auf jeden Fall an der Messe vorbei und guckt euch das Ganze an. Musik.